Hallo, da sind wir wieder, Pepo und Gitte. Wir spielen Witcher 1 und sind hier im dritten Kapitel und im Augenblick noch in der Taverne. Da hat Geralt in der letzten Folge ein bisschen mit den Fäusten gekämpft und Geld verdient. Ja. Und Rittersporn wollte ich ja schon die ganze Zeit mal anquatschen. Ich bin froh, dass ihr hier seid. Ich bin nicht in der Stimmung für Musik. Wir sehen uns später. Geralt, ich habe versprochen, diesen Leuten aufzuspielen, aber ich habe meine Laute nicht. Dann habt ihr ein Problem. Geralt! Ja, allerdings. Wie kommst du überhaupt hier ins Händlerviertel? Wie kommt ihr ins Händlerviertel? Persönlicher Charme und Ruhm öffnen viele Türen. Ich bezweifle, dass die Stadtwachen Poesie zu schätzen wissen. Geralt, ihr seid so ahnungslos. Ich habe mit einem reichen Kaufmann gesprochen, dessen Tochter bei mir Laute spielen gelernt hat. Durch seine Kontakte konnte er mir einen Pass besorgen und hat so sein Verständnis für die Kunst demonstriert. Leider sind wir keine Freunde mehr. So. Was ist mit eurer Laute geschehen? Lange Geschichte. Und irgendwie peinlich. Was zu trinken? Warum nicht? Ach so. Ja, ja. Manchmal bin ich etwas schwer am Begriff. Hier. Ja, er wollte was zu trinken haben. Okay. Ja. Wir haben ja noch mehr. Naja. Das war die Nummer 2. Jetzt kommt die 3. Ah ja, was sind schon 3 Krühe? 4. Hier. Aber ich meine, Geralt verträgt nicht viel und es wird ihm schon etwas schwummrig. Ja. Und 5. Und 6. Und der Sport verträgt den Stiefel. Ja? Uff, der ist im Training. Und 7. Oh nein. Und dann stehst du anschließend wieder oder wie? Oh. Ja, dann fällst du um. 7 reichen. Ah. Ich habe vergessen, wie hart im Nehmen ihr seid. Habt ihr genügend Mut, um mir von der Laute zu erzählen? Ich glaube, meine Laute ist im Haus eines reichen Kaufmanns. Ach. Es steht an der Westseite des Salzplatzes. Und ich kann hier nicht weg. Die Menge wartet. Das sieht ja so verschwupsend aus. Warum habt ihr mir das nicht eher gesagt? Der Kaufmann erwischte mich, wie ich seiner Tochter Unterricht gab. In was? Ruhig, Geralt. Musik. Ja, ja. Na gut. Ich hole die Laute. Wunderbar! Was ist so Besonderes an dieser Laute? Ich bekam sie von Toruwil, damals im Blumental. Schon vergessen? Toruwil? Wer ist Toruwil? Die Elfin aus den Blauen Bergen. Ihr habt ihr ganz schön die Nase verbeult, als ihr euch das erste Mal begegnet seid. Wo ist sie jetzt? Angeblich soll sie sich den Skoyatel angeschlossen haben. Ich frage mich, ob sie noch lebt. Im Blumental? Ich habe sogar eine Ballade darüber geschrieben. Wo der Teufel gute Nacht sagt. Die singe ich heute Abend. Na gut. Ich erinnere mich nicht. Oh ja. Ja, ich glaube, es musste mal so eine Frauenträne trinken oder sowas. Ich fürchte, ja, da ist mal. Hä, warum ist die Katze hier einzeln? So. So. Blickte nicht drauf. Ach so, hatte ich. Ich bin doof. Okay. Ja, ich habe mich von der Katze irritieren lassen, die einzeln war. Da. Und habe gar nicht mehr nach den Frauentrainern geguckt. Ja. Ah, so sieht die Welt gleich viel besser aus. Ja, ich glaube, besoffen da einzukommen bei dem Kaufmann, vor allen Dingen hättest du wahrscheinlich den Weg gar nicht gefunden. Ja. Das wäre jetzt keine gute Idee gewesen. Dann sollten wir mal gucken.
Genau, Rittersporn braucht seine Laute da. Rittersporns Laute, dann aktivieren wir das mal und gucken auf der Karte. Ach, der ist ja gleich hier drüben. Ist ja nicht weit weg. Na gut, dann gehen wir da mal hin. Das nenne ich Regen. Das könnte diese Tür hier sein. Gehen wir doch mal gucken. Aha. Lasst meine Tochter in Frieden. Ich bin wegen der Laute meines Freundes hier. Dieser aufgeblasene Sänger hat meine Tochter verführt. Raus! Ich will nichts von eurer Tochter. Ich glaube euch nicht. Raus aus meinem Haus, verdammter Streuner! Hört zu, guter Mann. Raus, oder ich schmeiß euch raus! Ich bevorzuge eine friedliche Lösung. Verschwindet! Ich habe genug Beleidigungen gehört. Euch mache ich mit einer Hand fertig, Dreckskerl. Nehmt das! Oh. Tja, er wollte ja nicht drauf verzichten. Na, jemals lebt er ja nur. So. War ja nur ein Faustkampf, Gott verdammt. Kann er sich ein bisschen ausschlafen? Seid verdammt, dann geht schon durch. Nur schlagt mich nicht mehr. Die Laute ist oben in einer Holztruhe. Ja, hatten wir eigentlich auch nicht vor. Du wolltest es ja unbedingt haben. Der hat angefangen. Ja. Genau. Wir sind unschuldig. Was man von dem lauten Besitzer nicht unbedingt behaupten kann. Obwohl, er hat ja nur Unterricht gegeben. Wer seid ihr? Geralt von Riva, Hexer. Ich entschuldige mich für die Störung. Schon gut. Ich langweile mich schrecklich. Seit Papa den Troubadour Rittersporn hier erwischt hat, lässt er niemanden mehr zu mir. Er hat Rittersporn erwischt? Wobei? Er sollte mich Musik lehren. Eines Tages kam Papa früher als sonst vom Handelsposten zurück. Wir probten die Kantate Tränen eines Vogels. Papa platzte auf dem Höhepunkt herein. Ist es ein obszönes Lied? Nein. Es ist wunderschön. Sehr poetisch. Papa konnte nicht verstehen, warum wir nackt proben mussten. Er kochte vor Wut. Und dann holte er eine alte Armbrust hinter dem Schrank hervor. Aua. Zum Glück hat sein Augenlicht nachgelassen. Darum bin ich hier. Warum kommt er nicht selbst? Ist vielleicht ganz gut so. Ihr seht ebenfalls vielversprechend aus. Ich bin wegen der Laute hier. Dachte ich mir. Er singt mir keine Liebeslieder mehr unter dem Fenster, seit Vater uns erwischt hat. Ich hoffe doch, ihr habt Papa nicht wehgetan. Dem geht's gut. Dem geht es gut. Warum sollte ich die Laute hergeben? Schließlich wird Rittersporn mich nicht mehr besuchen kommen. So ist er eben. Wenn ich sie euch gebe, bringt er einem anderen Opfer seine Ständchen. Sollen wir ein bisschen schleimern? Ihr würdet beweisen, ja, ich weiß, dass nicht. Euer Charakter, die Schönheit eurer Seele, noch heller strahlt als eure rosigen Wangen. Schmeichelt mir nicht. Ich bin nicht dumm. Der Dichtersmann demütigte mich. Er benutzte mich wie ein loses Weibsbild. Ich will Rache. Er soll fühlen, was ich jetzt fühle. Na, die Antwort war ja auch, wäre wahrscheinlich besser gewesen, wie sie ist. Wenn ihr die Laute herausgebt, beweist das, dass er euch nichts bedeutet. Ihr habt ihm den Laufpass gegeben. Ja, er lag mir zu Füßen. Er machte mir einen Antrag.
doch ich lehnte ab. Kann ich jetzt die Laute nehmen? Moment noch. Was springt für euch dabei raus? Warum helft ihr ihm? Er ist mein Freund. Ein Freund? Kommt näher. Keine Angst, ich beiße nicht. Ich habe gehört, die Berührung eines Hexers sei etwas Besonderes. Oh. Sie verursacht ein leichtes Kribbeln. Ich zeige es euch. Ich will gerade sagen, der arme Vater erkennt seine Tochter wohl nicht sehr gut. Ne? Tja. Ja. So. Ja, wir sollten nach der Laute suchen. War die nicht irgendwo im Schrank oder wo? In der Truhe? In der Truhe hat es geheißen. Da ist eine Laute. Oh, und Tränkegrundstoff ist auch drin. Das kann man doch hier nicht verkommen lassen. Oh? Bestimmt nicht. Oh ja. Ach nee. Wir müssen ja nicht alles einstecken. Obwohl, Alwin hätte wahrscheinlich gern die Zuckerpuppe. Das kann schon sein. Gut. Perfekt. Ein Hexer ist das Sahnehäubchen auf diesem Chaos. Ja, wenn du meinst. Tja. Was für ein Wolkenbruch. Na gut, dann werden wir eben mal die Laute bringen. Niemand soll sagen, ich gebe nicht die Hexe. Hallo, Rittersporn. Geralt. Der wird auch schnell wieder nüchtern, ne? Der hat auch hier ist eure Laute. Großartig. Ich schulde euch was, aber jetzt muss ich mich vorbereiten. Wann ist eure Vorstellung? Nach 8 Uhr abends. Kommt, wenn ihr wollt. Na gut. Wenn ich kann. Gut. Oh. Stimmt, das war ja auch noch ein Auftrag. Wir müssen jetzt irgendwie die ganzen Aufträge noch erledigen, bevor wir im Hauptquest weitermachen. Und das Kapitel zu Ende geht. Genau. Man weiß nie, welche losen Enden man im nächsten Kapitel noch fertig machen kann und welche nicht mehr. Jo, dann wollte ich kurz noch mal bei Trissi vorbeigucken. Mal sehen, ob sie mir noch böse ist. Vermutlich schon. Tja. Was? Ihr seid ja ein ganz gefährlicher mit diesem... Ein ganz gefährlicher. Mit diesen Schwertern. Hallo, Triss. Sprecht. Und dann geht mir aus den Augen. Aua. Oh. Hört. Wegen meiner Identität. Schon Fortschritte gemacht? Ich habe beschlossen, Yevin und den Skoyatel gegen den Orden der Flammenrose beizustehen. Interessant. Warum habt ihr beschlossen, den Anderlingen zu helfen? Ja. Ich verstehe die Ideale der Anderlinge und gehe bis zu einem gewissen Grad mit ihnen konform. Die Elfen und Zwerge kämpfen für Freiheit und Würde. Das sollte man unterstützen. Wie edel von euch. Und wo bleibt da die berühmte Neutralität der Hexer? Ihr steckt bis zum Hals in dem, was euch immer in Schwierigkeiten bringt, eurem Gefühl für Anstand. Wenn ihr euch nur erinnern könntet, wie oft ihr von Edelmut getrieben wurdet, würde euch eure Wahl nicht so sehr überraschen. Glaubt ihr, ich hätte dieselbe Entscheidung getroffen, bevor ich das Gedächtnis verlor? Ja, und das ist der Geralt, den ich mag. Ach, Triss. Irgendwie bezweifle ich, dass mir diese Gespräche irgendetwas bringen. Ja.
Na gut, jedenfalls hat sie uns ein bisschen weitergeholfen, dass wir früher auch so waren. Naja, also ich glaube, dass man seine Grundpersönlichkeit wahrscheinlich gar nicht ändert. Die bleibt ja. Was hier fehlt, sind ja nur die Erinnerungen. Ja. So, dann dachte ich mir, müssen wir mal wieder Alwin besuchen. Auch ohne Zuckerpuppen. Ja, die habe ich leider liegen gelassen. Wir sind eben sowas wie ein Rabenersatzvater. Ich wollte gerade sagen, gut, dass Lehrer kein Vater ist. Vater kann er ja sowieso nicht werden. Nein, aber ich meine, das ist ja jetzt auch. Ja, klar. Hat er aber Glück gehabt. Ja. Das war aber gut. Vincent hat ja jetzt andere Aufgaben, mit dem brauchen wir gar nicht quatschen im Moment. Die Anderlinge sind alle gleich. Die Elfen sind jetzt im Schlosstor. Ihr werdet wunderschön. Sag mal, wo laufe ich eigentlich hier lang? Ich habe keine Ahnung. Ich guck nur einfach. Wie spät ist das? 12:30 Uhr. Ah. Ich wollte doch da hinten rum. Die Quarantäne werde so lang dauern, wie die Pest wütet. Haben wir ein Pech. Der gute Herr Zahnschmerz. Geralt lehrt mich den Schwertkampf. Später, Alwin. Aber du weißt, wer davon nichts wissen darf. So. Jetzt verwirrst du dich mal wieder mit dem jungen gegen Shani Chap-Chap. Das ist die richtige Erziehungsmethode. Sie hat gesagt, ich soll nicht so streng mit ihm sein. Das hätte bei ihr an Bonbons gedacht, als ein Schwert, wie ich Shani einschätze. Ja. Ich freue mich, dass ihr mit Alwin zurechtkommt. Er behandelt euch wie einen Vater, wisst ihr? Na gut, ich habe keinen Ring dabei. Lebt wohl. Werden wir nächstes Mal mitnehmen, ja? Ja. Auf der anderen Seite könnten wir ihn auch holen. Jetzt wolltest du nicht irgendwas anderes machen vorher? Also, du kriegst ja noch einen Auftrag irgendwie. Von irgendjemandem. Mal gucken, ja. Mal gucken. Okay, na gucken. Ich weiß ja nicht, was für ein Auftrag das ist, aber. Ja, manchmal steht hier eine Krankenschwester rum. Wunderschön. Da steht eine. Mir ist jetzt nicht nach Reden zumute. Ihr seht höchst besorgt aus. Stimmt. Meine Großmutter, sie... Hat sie Schmerzen? Nein. Manch junges Ding würde Großmutter um ihre Rossnatur beneiden. Sie hat sich verändert. Und das macht mir das Herz schwer. Womöglich kann ich helfen. Großmutter spricht nur noch zu mir, um mich vor dem Keller zu warnen. Keller? Ich werde sie besuchen und herausfinden, was ich kann. Meine Hilfe kostet 50 Orens. Wow. Ich bin nicht reich, aber Shani erwähnte eure Güte. Sagt mir, wo eure Großmutter lebt. An der Kreuzung in der Nähe der fahrenden Händler. Lebt wohl. Ja. 50 Euro, du kannst ja nett sein. Die Straße der Kaufleute, da waren wir ja gerade. Ich wollte doch den Ring, aber. Ja. Was für ein Ring, der? Wie du hast einen Ring. Den Ring für Shani, den habe ich doch deponiert.
ewiges. Ach so, du hast einen anderen Ring gefunden. Nee, den goldenen Ring mit dem Rubin. Aha, du meinst, kannst du ihn dir jetzt geben? Ja, das klang doch irgendwie ganz vielversprechend. Also dachte ich, holen wir uns den. Und die Großmutter wohnt ja da. Um die Ecke. Das passt doch wieder. Wir müssen sowieso Schluss machen. Oh. Du musst auch nochmal irgendwann würfeln, ne, bevor wir das Kapitel verlassen. Verdammt, macht was ihr wollt, aber... Ja, ja, schon gut. Und wir können ja eigentlich jetzt Schluss machen, wenn wir den Ring das holen. Das haut ja nicht hin. Nee, ich hatte einen goldenen mit Rubin. Ja, goldener Siegelring mit Rubin, den wollte ich haben. Ja gut, wir machen erstmal Schluss jetzt, auf jeden Fall. Genau, und nächstes Mal gehen wir zur Großmutter und zu Shani. Genau. Und so weiter und so fort. Genau. Bis dann, ciao. Tschüss. Ach, jetzt machen wir übrigens mal eine Woche Pause.